Leute, es ist Mittwoch, ich bin der Aaron und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Woche hier bei Mr. Think Queer. Ich vertrete diese Woche den Aaron und zwar zum Thema Testo für immer. Ja, die Jungs haben ja schon alle ihre Videos hochgeladen und ich habe sie mir nicht alle angeguckt, aber das, was ich gesehen habe, war halt ganz klar, dass sie erklärt haben, was dann ist, warum man Testo dann für immer nehmen muss, beziehungsweise ein anderes Sexualhormon und was das für Auswirkungen haben könnte. Und damit jetzt nicht noch das 7. Video kommt, in dem das gleiche erzählt wird, dachte ich, erzähle ich einfach mal so ein bisschen von mir. Mal wieder eine kleine Blibla-Blub-Geschichte. Und ja, genau. Also, vorweg kann ich erstmal sagen, dass es für mich eigentlich, seit ich für mich wusste, dass ich trans bin und dann halt auch wusste, dass man das alles ändern kann und da dieses Zaubermittel Testo verschrieben wird von den Ärzten, war eigentlich für mich direkt klar, Alter, das brauchst du, das willst du haben und das für immer. Du willst weg von Östrogenen, weg von Periode, weg von komischen Stimmungsschwankungen, weg von weiblicher Fettverteilung und so. Und deswegen war für mich eigentlich von Anfang an klar, dass ich die Hysto- und Adnex mitmachen werde, also die Gebärmutter- und Eierstocksentfernung. Das habe ich dann auch direkt bei meiner ersten OP beim Dr. Schwarz in Rheinbeck mitmachen lassen. Da gibt es ja die Möglichkeit, das als Kombi-OP zu machen. Dafür habe ich mich dann direkt entschieden, weil ich dachte, okay, du sparst dir quasi eine Operation und eigentlich dürfte es auch vom Körperlichen her machbar sein. So, du hast halt zwei Baustellen, klar, mehr Stress für den Körper, aber im Endeffekt hat sich bei mir auch gezeigt, dass man auf jeden Fall diese OP sehr gut überstehen kann und ich war wirklich erstaunt, wie fit ich danach war. Und ja, genau, ich habe mir dann halt Gebärmutter und Eierstöcke mit entfernen lassen. Und ja, ab dem Zeitpunkt hieß es dann für mich, okay, jetzt wirst du dein Leben lang auf Hormonpräparate angewiesen sein. Und ich habe dabei immer nur an Testo gedacht, also nie irgendwie an Östrogene. Und ja, klar, wenn man die Hysto gemacht hat, also Hysto, Gebärmutter, Eierstöcke halt raus hat, dann ist man sein Leben lang auf Hormonpräparate angewiesen, aber das heißt nicht, dass man für immer Testo nehmen muss. Man kann natürlich auch sich dann, wenn man zum Beispiel dann doch irgendwann an dem Punkt der Transition ist, wo man sagt, okay, das reicht mir jetzt mit Testo, die Veränderung entsprechend dem Bild, was ich halt für mich hatte, dann kann man das Testo weglassen und kann dann halt wieder Östrogene nehmen. So, dann nimmt man halt die Präparate, sehr wahrscheinlich, die halt auch Transfrauen kriegen. So, das heißt nicht, dass man halt für immer Testo nehmen muss, aber es ist halt safe, dass man für immer irgendwelche Hormonpräparate nehmen muss, weil wir kennen das ja alle, wenn man, also zumindest die meisten, denke ich mal, wenn man unterdosiert ist, wenn man, wenn der Intervall zu lang angesetzt ist und man sich danach, also nach der Hälfte der Zeit schon anfängt, träge und müde zu fühlen und so. Zum Beispiel auch, wenn man seine Periode zwischenzeitlich und so noch bekommt. Das ist halt alles Bullshit, also ne, ist halt Kacke. So. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Was habe ich denn erzählt? Meine Freundin duscht jetzt nämlich und jetzt ist hier das Wasser angegangen. Das hat mich völlig aus dem Konzept gebracht. Hormonpräparate für immer, genau, Östrogene kann man nehmen, Testo, und wenn man das halt nicht haben will, genau, da waren wir. Ich könnte einfach erzählen, dass wenn man halt seine Gebärmutter und Eierstöcke rausnehmen lassen hat, dass man dann, wenn man Östrogene wieder nimmt, man halt das Glück hat, seine Periode nicht mehr zu kriegen. Das ist ja auch sowas. Lässt man Testo, hätte ich
Nicht-Tests so weggelassen irgendwann, aber die Hüstung nicht gehabt, dann würde meine Periode natürlich irgendwann wiederkommen. So, weil es ist ja halt noch alles da. War halt quasi eine Zeit lang eingeschlafen und jetzt wird es quasi wieder aufgeweckt und aufgepusht und so. Und deswegen denke ich, dass da früher oder später die Periode wieder einsetzen wird. Genauso wie halt ja die Fettverteilung wieder einsetzen würde, und das wollte ich für mich halt alles nicht. So, das sind Dinge, die für mich ganz weit in Vergessenheit geraten sollten. Und das ist mittlerweile auch so. Ich bin jetzt 3 Jahre auf Testo und ich kann wirklich sagen, yo, auf jeden, ich kann mich so eigentlich nicht mehr wirklich erinnern, wie es war, wenn ich meine Periode hatte. So, weil das einfach so weg ist. Und ja, das war halt auch so ein Punkt, wo ich für mich dachte, okay, das willst du nicht mehr, das kannst du dir für dich nicht vorstellen und so. Und ja, deswegen habe ich mich halt zu dem Ganzen entschieden. Und dazu zu sagen bleibt aber natürlich auch, dass ihr euch auf jeden Fall nicht dazu gezwungen fühlen solltet, da irgendwie Testo für immer nehmen zu müssen. So, ihr könnt das alles genauso machen, wie ihr da lustig seid. Das ist genauso wie mit den Operationen. Keiner zwingt euch mittlerweile, zum Glück ja, dazu, irgendwelche Operationen zu machen, um die Vornamens- und Personenstandsänderungen durchzuziehen oder so, ne? Und es bleibt jedem überlassen, ob er halt eben sich die Mastek macht, ob er bis zum Clitpen geht, ob er bis zum Aufbau, aber dafür ohne Pumpe, oder ob er sich gegen Hoden entscheidet oder was weiß ich nicht, so, ne? Und so ist es halt genauso bei den Hormonen. Wenn ihr für euch beschließt, ja, ich will Testo vielleicht gar nicht für immer nehmen, sondern nur bis ich Bartwuchs habe und die Stimme halt tief ist, dass man mich halt als Mann definiert. Und ich dann das Testo weglasse und halt wieder mit meinem normalen Hormonhaushalt quasi lebe, dann ist das völlig in Ordnung. Selbst wenn ihr Testo nehmt, die Hysto habt und ihr dann für euch irgendwann beschließt, so, jetzt reicht es mit Testo, ich switche jetzt wieder auf Östrogene, mein Level, was ich durch Testo erreicht habe, das reicht mir. So. Und selbst wenn ihr für euch beschließt, keine Ahnung, ich mache einen Wechsel, mache einen Mix oder so, ne? So, wenn ihr damit klarkommt und euer Körper auch damit klarkommt, weil das ist ja auch nochmal so eine Sache, kommt der Körper halt jahrelang darauf klar, oder auf das Hormonpräparat, was man halt bekommt, kommt der Körper darauf immer klar, muss man vielleicht umswitchen oder was weiß ich nicht, so, ne? Ja, das sind halt alles Sachen, wo die halt wieder total individuell sind, so, ne? Ich meine, jede Transition von uns, ja, ist halt anders. Und da sollte sich keiner reinreden lassen, sich keiner unter Druck setzen lassen und das einfach so machen, dass er am Ende mit sich selber und seinem Leben glücklich ist. Und ja, genau. In diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt von euch. Macht es gut, meine Lieben. Wir sehen uns. Vielleicht nächste Woche, vielleicht übernächste, irgendwann, irgendwelche Wochen sehen wir uns wieder, wenn ich dann mal wieder vertreten soll. Und genau, in diesem Sinne, macht es gut, habt noch eine schöne Restwoche, viel Spaß morgen mit Lennart und dem neuen Thema. Macht es gut, bis dann, ciao.